Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Trotz der beiden Finsternisse wird es für euch ein harmonischer Monat, zumindest im zwischenmenschlichen Bereich. Mit eurem Schatz spürt ihr die gemeinsame Wellenlänge von euren Freunden, erhaltet ihr Bestätigung und Empathie. Etwas kritischer wirken sich die Konstellationen im Jobbereich aus. Falls ihr in einem ganz persönlichen Anliegen Klärungsbedarf habt, helfe ich euch gern mit einer Beratung. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein Exemplar meines Lilith-Buchs zu gewinnen. Das ist jetzt ganz neu in der dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Und ich schreibe euch gern eine persönliche Widmung rein. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt's als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Tendenzen für den Juli an. Und da sieht es für euch in den ersten drei Wochen recht harmonisch aus. Die Sonne im Krebs steht günstig zu eurem Sternzeichen und fördert eine gute Kommunikation. Die Venus und der Merkur mit dem Mondknoten im Löwen befinden sich bei euch im Familienbereich. Das sieht nach viel Besuch und Aktivität bei euch zu Hause aus. In euren Freundschaften erfahrt ihr viel Verständnis und Empathie. Und festliierte Stiere sollten sich unbedingt Zeit für die Liebe nehmen. Für die Stiere der ersten Dekade stehen die Sterne etwas stressiger. Ihr habt ja jetzt den Uranus in eurem Zeichen und der empfängt einige Spannungen im Laufe des Monats. Und der rückläufige Mars steht ebenfalls in Spannung zur Stiersonne. Das kann euch recht gereizt machen. Ihr seid schneller aus der Ruhe zu bringen als sonst, vor allem durch berufliche Entwicklungen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht provozieren lasst oder wütend werdet, weil irgendwas nicht vorangeht. Denn der Mars ist ja jetzt rückläufig. Auch bei einem Behördengang kann euch womöglich der Kragen platzen. Versucht in so einem Moment ruhig und gelassen zu bleiben, denn Menschen, auf die ihr jetzt Druck ausübt, reagieren darauf nur störrisch und mit Gegendruck. Besonders kritisch sind für euch die Tage zwischen dem 3. und dem 7. Juli. Da wäre es wirklich ideal, wenn ihr Urlaub hättet. Am 10. Juli geht die Venus in die Jungfrau und bildet dann bis zum 7. August einen sehr vorteilhaften Aspekt zur Stiersonne. Und das spricht für schöne und erotische Momente. Und wer zuvor gestresst war, auch beruflich, kann in den Tagen vom 10. bis zum 16. Juni sehr gute einvernehmliche Lösungen finden und auch sehr kreativ werden und sogar jemand Neues kennenlernen. Am 13. haben wir dann den Neumond im Krebs und das ist gleichzeitig eine partielle Sonnenfinsternis. Für euch steht sie recht harmonisch und kann sogar eine Phase mit fantastischen Manifestationsergebnissen einleiten. Und wenn ihr noch Solo seid, kann sich in der nächsten Zeit eine prickelnde Affäre für euch ergeben. Stiere, die in kreativen und künstlerischen Berufen tätig sind, für die beginnt in der Monatsmitte ein regelrechter Kreativschub. Das solltet ihr unbedingt ausnutzen. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und aktiviert damit für die kommenden vier Wochen den Bereich Heim und Familie im Horoskop. Allerdings bildet sie dabei auch einige Spannungsaspekte, die vor allem in den ersten Graden des Stierzeichens wirken. Wenn ihr also in der ersten Dekade Geburtstag habt oder Planeten auf 1 bis 5 Grad Stier habt, dann werdet ihr das spüren, als Unruhe, Aufbruchstimmung, als den Wunsch, etwas zu verändern. Weil es eine Spannung ist, müsst ihr damit rechnen, dass ihr eventuell eure Pläne ändern müsst und dass nicht alles so läuft, wie ihr es euch vorgestellt hattet. Mit dem Mars in eurem Berufshaus sind beispielsweise auch Kollegen oder Vorgesetzte das Problem. Die reden euch hinein und bringen eure Pläne durcheinander oder schicken euch Mails in den Urlaub und wollen euch auch in eurer Freizeit Aufgaben aufs Auge drücken. Die Spannung steigt, denn der Merkur wird dann auch rückläufig und zwar am 26. Juli und die Phase geht dann bis zum 19. August. Und das führt dann wieder zu Missverständnissen und Planänderungen und dann wiederum von Seiten eurer Familienmitglieder. Ihr braucht jetzt viel Gelassenheit und Flexibilität, damit ihr euch nicht aufregt. Am 27. ist dann der Vollmond,
der als totale Mondfinsternis erscheint, und zwar in den Zeichen Löwe und Wassermann. Und mit dabei ist auch der Mars im Wassermann und das alles in einer kräftigen Spannung zur Stiersonne auf den Uranus, der ja auch im Stier steht. Es gibt mehrere Ebenen, auf denen sich das für euch auswirken kann. Und die Spannung empfangen vor allen Dingen die Geborenen der ersten Dekade oder wenn ihr dort eben Planeten stehen habt. Zum Beispiel kann jemand aus eurer Vergangenheit auf der Matte stehen und für Gefühlschaos sorgen. Es kann auch sein, dass sich die Konsequenzen einer früheren beruflichen Entscheidung zeigen, die euer Familienleben beeinflusst. Oder ihr seid eventuell genötigt, zum Wohl eurer Familie eine berufliche Chance sausen zu lassen. Vielleicht ergibt sich auch eine sehr prickelnde Begegnung mit einem Seelenpartner, die sich aber nicht so ohne weiteres in euer Leben integrieren lässt. Ihr seht schon, die Konstellationen sind komplex und wenn ihr in der Situation eine Beratung braucht, würde es sich sicherlich lohnen zu schauen, wohin genau die Mondfinsternis in eurem persönlichen Horoskop fällt. Und das könnt ihr auch in meinem Webinar Antonias Sterne abfragen. Für Stiergeborene, die diesen Aspekt ganz direkt empfangen, nämlich Geburtstagskinder zwischen dem 21. und 24. April, läutet die Mondfinsternis eine kritische Phase mit erhöhter Verletzungsgefahr ein, etwa bis zum 6. August. Und in dieser Zeit solltet ihr besonders umsichtig und ruhig vorgehen und riskante Aktionen beim Sport oder auch im Haushalt möglichst vermeiden. Unterstützung bekommen alle Stiergeborenen jedoch gleichzeitig von der Venus. Das heißt, eure Freunde stehen euch mit Rat und Hilfe zur Seite und wenn ihr in einer festen, vertrauensvollen Beziehung seid, könnt ihr mit eurem Schatz über alles reden und auch durch Zärtlichkeit und Erotik eine enge Verbindung aufrechterhalten. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.